Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken heute Wolfsburg gegen Stuttgart. FIFA 21. Und ja, ich habe mir gedacht, zum Abschluss dieser Orakelwoche würde ich sagen, spielen wir mal mit zwei Mannschaften, die aktuell ganz gut dastehen bzw. ganz gut spielen. Das sage ich eine Woche vorher. Nein, also tatsächlich hat Wolfsburg jetzt am Wochenende 2-1 gewonnen. Wow, wie konnten wir den nur nicht machen? Wow, jetzt haben wir noch einen Freistoß für die. Wow, okay. Nein, Wolfsburg hatte, glaube ich, 2-1 gewonnen. Und Stuttgart hat ja 5-1 gewonnen gegen Dortmund. Und deshalb denke ich mir so, spielen wir doch auch mal mit zwei Mannschaften, die in erster Linie hier nicht so übertragen werden oder orakelt werden auf dem Kanal, weil es ja meistens dann doch eher Bayern, Dortmund oder Leipzig sind. Spielen wir heute mal mit Stuttgart gegen Wolfsburg in diesem Fall. Und ja, ich habe mich für Stuttgart entschieden, weil, ja, gab zwar eine Zeit, da mochte ich Wolfsburg auch sehr, zum Beispiel als sie damals Meister geworden sind und mit Felix Magath als Trainer, das war auch schon nicht verkehrt. Oder als Wolfgang Wolf. Ich fand, der hat als Trainer sehr gut zu Wolfsburg gepasst. Wolfgang Wolf, der war ja nachher auch nochmal bei Hansa Rostock, glaube ich, kurzzeitig Trainer. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Boah, drinne. War nicht verkehrt. Größtenteils kenne ich diese Spieler alle nicht. Ich habe jetzt mir die Highlights angeguckt zwischen Stuttgart und Dortmund. Und da gibt es jemanden, der heißt Klimovic. Und der hat ja zum Beispiel, also der Vater, hat ja damals zum Beispiel bei Wolfsburg gespielt. Und da fand ich ihn auch immer sehr, sehr cool. Und der hat auch sehr lange gespielt. Und dann hat er nachher irgendwie nochmal eine Saison, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, da hat er auch nochmal bei Dortmund gespielt. Oder bei Bochum hat er, glaube ich, danach auch nochmal gespielt oder sowas, ne? Also das habe ich zum Schluss gar nicht mehr so, oh Mist, auf dem Schirm gehabt. Da ist die 1-0-Führung auch schon dahin. Diese Zweikämpfe immer, ey, das ist so für den Hintern. Aber was würdest du machen, wenn du nichts machen würdest? Yeah, Mann, auch mal einen gehalten, so sieht das aus. Könnt ihr eine Compilation von machen, wie viele Bälle ich halte bei Elfmetern. Oder wie geil ich mich bei Elfmetern anstelle. Nämlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut. Und die Compilation wäre nach diesem einen gehaltenen Elfmeter auch schon zu Ende. Alter, das gibt's nicht. Wolfsburg nervt ganz schön, muss ich sagen. Wow, der war fast drinne. Ja, und wie gesagt, also Stuttgart hat man gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Also ich, weil Stuttgart, als sie eine gute Mannschaft hatten, sind sie abgestiegen, so gefühlt. Sondernummer war das. Bam, 2-0. Safe Sache, oder? Ja, da kann der Torwart sich beschweren, wie er will. Drin ist drin. Ist auch mega strange. Ich habe jetzt für die Woche 5 Spiele aufgenommen, orakelt. Und 3 Spiele, beziehungsweise, ja doch, 3 Spiele liefen wie das hier. Und das 4. Spiel, das von gestern, lief ganz anders. Also was heißt ganz anders, aber es lief halt anders. Aber jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen gefangen. Gut, wäre der Elfmeter drin gewesen, wäre das Spiel auch eher so ein bisschen anders gelaufen, denke ich mal. Aber im Augenblick sieht das schon ganz gut aus. Ich muss auch sagen, ich bin mit der Zeit ganz gut reingekommen. Ich spiele aktuell sehr gerne FIFA. Also das macht schon Bock, auch mit der Trikotauswahl. Das hat mich eben total angefixt, die Trikots auszuwählen. Keine Ahnung warum. Aber er wollte mir auch tatsächlich... Wow, selbst den machen sie nicht. Okay, war auch sowieso Elfmeter. Er wollte mir tatsächlich für meine Mannschaft... Das habe ich gar nicht verstanden. Weil du hast ja 3 verschiedene Trikots zur Auswahl. Du hast Heim-Trikot, Auswärtstrikot und Alternativ-Trikot. Ne, dass das dritte Trikot ist sozusagen die Farbe
die genommen wird, wenn beide Mannschaften sowohl heim als auch auswärts die gleichen Farben hätten, ne? Jedenfalls wollte er mir für Wolfsburg hier zu sehen grün, ist ja richtig, Heimtrikot grün. Stuttgart wäre wäre das Alternativtrikot, das wollte er mir geben, dunkelgrün. Wo ich mir so dachte, wieso gibst du mir denn nicht das Auswärtstrikot, du Nase? Das Auswärtstrikot habe ich jetzt manuell ausgewählt und das ist, ja, schwarz, so ein bisschen mit rot. Ne? Und das macht doch Sinn. Warum will er mir denn das Alternativtrikot anbieten, was einfach genau die gleiche, oder was heißt die gleiche? Das wäre jetzt halt hellgrün und dunkelgrün, aber das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, wo da der Sinn hinter gewesen ist. Er sollte ja schließlich eher aufs Alternativtrikot wechseln, wenn die Farben bei Heim und Auswärts gleich sind. Und nicht, wenn das Alternativtrikot die gleiche Farbe hat. Also, es war ein bisschen abstrus, das will ich damit sagen. Aber trotzdem sahen die Trikots, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ganz hübsch aus. Und wenn ich da mal so zurückdenke, weil bei FIFA 2004, das habe ich ja hauptsächlich gezockt, ne? Ich hatte zwar beim Kumpel und von der Bekannten von meiner Mutter FIFA 2002 beim Kumpel gezockt und auch ausgeliehen und so, und FIFA 99 von der Bekannten ausgeliehen bekommen. Ja, und ich glaube 98 ging damals mega ab, ne? 98 ging, glaube ich, damals mega steil. Auf jeden Fall konntest du beim 2004er auch die Trikots auswählen. Und da hatten längst nicht alle Mannschaften Alternativtrikots. Da hattest du Heim- und Auswärtstrikots, glaube ich. Und ich glaube, Alternativtrikots, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gab schon. Ich glaube doch, einige. Ich glaube, so Bayern oder so hatte das. Alter, ey, wie die mir auf den Keks gehen hier. Gehalten. Oh, jo. Doch, alles safe. Ja, komm. Ah, nein. Schade. Aber gut, 3-0, da kann man, denke ich mal, das Ganze auch so ein bisschen lockerer angehen. Damit rechne ich in Real Life übrigens überhaupt nicht, dass das so deutlich wird. Also das kann ich mir nicht beim besten Willen. Ich glaube, die spielen eher unentschieden 1-1 oder so. Das war aber ein schön rausgespielter Angriff eben von denen. So, Ecke jetzt. Es verwirrt mich, um ehrlich zu sein, dass wir in der 70. Minute sind und ich schon 3-0 führe. Das kenne ich so gar nicht von mir. Man blicke auf vergangene Wochen zurück, ne? Denn diese Woche ist das erste Mal. Ich meine, wir spielen immer noch auf Profi, also da hat sich tatsächlich nichts geändert. Aber mal ist das so, mal ist das so. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Tekken 7 tatsächlich. Da habe ich ja auch manchmal besser gespielt, manchmal schlechter gespielt. Man denkt immer, das ist so ein bisschen spielabhängig und nicht personenabhängig. Boah, er geht aber auch ab hier, ne? Also, nicht schlecht. Okay. Ich denke mal, jetzt hat sich das auch so ein bisschen eingependelt, dass dann tatsächlich... Ich will sagen, dass ein 3-0 bei rumkommt und er macht fast das 3-1, aber tatsächlich bleibt es wirklich beim 3-0. Das ist unglaublich, wie die jetzt hier eher den Pfosten treffen oder knapp vorbeischießen, als dass sie überhaupt mal das Tor treffen. Also ins Tor treffen. Das ist schon sehr interessant. Oh, ey, jetzt. Die machen aber gut Pressing hier vorne. Also wenn wir jetzt nicht die Tore geschossen hätten, so wenn es jetzt nur 0 stehen würde, so, dann würde ich davon ausgehen, dass die hier, ey, wie er mir einfach immer den falschen Verteidiger gibt. Ja, wie gesagt, davon würde ich auch ausgehen, dass die jetzt das Tor noch machen. Aber ey, ihr hättet mal drauf achten müssen, er hat mir immer den falschen Verteidiger gegeben. Immer am weitesten der Typ weg. So, dann 3-1, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das eine knappe Nummer wird, dass das irgendwie so 2-1 wird oder so. Und nicht eine 3-0-Führung. Und dann... Ja, vielleicht spielen wir auch 3-3, das kann ja auch noch passieren hier. Geht mir hier ganz schön auf den Kranz, muss ich sagen.
Der war jetzt ist der Platz da. Schön. Aktion geht weiter. Wumms, da ist er doch nochmal drin. Ich dachte schon, wir können jetzt hier gar keine Tore mehr schießen. Schöne Sache. Da schließen wir das Ganze oder machen das Ganze hier doch nochmal sicher. Ich dachte schon, er will hier in der 85. oder so mir noch so ein 3-2 und in der 90. 3-3 oder so reinhauen, aber das gibt's nicht. 4-1, der Sieg. Viel, viel zu hoch. Aber gut, vielleicht. Dortmund hat, wie gesagt, auch gegen Stuttgart 5-1 verloren. Vielleicht haut Stuttgart jetzt ab dieser Woche alles und jeden mit 5 Toren weg oder 4 Toren oder so. Ne? Auf jeden Fall bin ich fürs Erste raus und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Game auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.